Wie wir Kriegen interpretiert kriegen. Ein Annäherungsversuch. Wenn Ihnen beim Anblick meiner Würfeltapete noch nicht unwohl geworden ist, dann möchte ich jetzt kurz Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken. Wir sehen hier in die zweidimensionale Tapete eine dreidimensionale Struktur hinein. Und vielleicht haben Sie es bemerkt, wir können zwei verschiedene dreidimensionale Strukturen hineinsehen. Wir können die schwarzen Felder entweder als die Oberseiten oder als die Unterseiten der Würfel wahrnehmen. Und wenn Sie das jetzt versuchen und es Ihnen gelingt, dann können Sie in der einen einzigen Tapete zwei verschiedene Dinge erkennen. Ich möchte zeigen, dass die Situation bei Äußerungen mit Kriegen eine ähnliche ist, wie übrigens auch bei vielen weiteren sprachlichen Phänomenen. An Kriegen möchte ich es heute exemplarisch vorführen. Am Ende meines Vortrags, wenn wir Kriegen interpretiert haben werden, werden Sie Äußerungen mit Kriegen wahrscheinlich auch nicht besser verstehen, als Sie es jetzt schon tun. Aber ich würde mir wünschen, Sie vielleicht in die Lage versetzt zu haben, bestimmte Dinge zu bemerken, die Sie bis jetzt noch nicht bemerkt haben. Dazu werde ich zunächst einmal zeigen, was wir verstehen, wenn wir Äußerungen mit Kriegen hören oder sehen, und anschließend darauf hinweisen, dass es zwar richtig, aber keineswegs selbstverständlich gewesen ist, diese Äußerungen genau so verstanden zu haben, weil sie nämlich auch anders verstehbar gewesen sind. Genauso wie eben bei der Würfeltapete. Vor diesem Hintergrund möchte ich dann ausführen, wie es uns unbewusst gelungen ist, Kriegen richtig zu verstehen, ohne dass wir also über den Verstehensvorgang Rechenschaft ablegen könnten. Das heißt, wie wir dafür von bestimmten Hinweisen Gebrauch gemacht haben und auf ihrer Basis bestimmte Schlussfolgerungen gezogen haben. Nachdem ich so skizziert habe, wie wir Kriegen also interpretiert kriegen, möchte ich es auch nicht versäumen zu zeigen, wann wir mit Kriegen Probleme kriegen, nämlich dann, wenn die Signale, die wir üblicherweise verwenden, auf widerstreitende Lesarten hinweisen. So, was verstehen wir, wenn wir mit Kriegenäußerungen konfrontiert sind? Im Alltag erkennen wir meistens mühelos und selbstverständlich eine und dabei üblicherweise auch die richtige Lesart. Was wir dabei ebenso oft übersehen, ist, dass so gut wie jede Kriegenäußerung auch hätte anders interpretiert werden können. Darin ähnelt Kriegen einem gestaltpsychologischen Kippbild. Wir erkennen sofort eine Gestalt, aber wenn wir nicht besonders geübt sind oder keine speziellen Hinweise bekommen, dann bemerken wir gar nicht, dass sich im Gesehenen auch eine andere Gestalt verbergen könnte. Hier ist ein erstes sprachliches Beispiel. Und da kriegt sie draußen eine Kugel in den Kopf. Gemeint ist hier eine Sau beim Schlachten. Später werde ich mehr dazu sagen, woher die Beispiele stammen. Ein weiteres Beispiel. Da musste man sehen, wie man sie dann nach Heim kriegte. Gemeint sind hier betrunkene Ehemänner bei der Kirmes. Stellen wir die beiden Äußerungen nebeneinander. Da musste man sehen, wie man sie dann nach Heim kriegte und da kriegt sie draußen eine Kugel in den Kopf. Wir identifizieren die beiden Satzmuster und stellen fest, dass die Satzmuster tatsächlich identisch sind. Ich möchte jetzt die Bedeutung dieser Äußerungen angeben oder paraphrasieren. Dabei werde ich auf eine etwas gestelzte Ausdrucksweise zurückgreifen. Das hängt daran, dass ich Sie nicht mit logischen Formeln quälen möchte, aber trotzdem alle Bedeutungsaspekte erfassen möchte, die sich in der Gesamtheit aller Kriegenäußerungen tummeln und die ich versuchen möchte zu unterscheiden. Wie man sie dann nach Heim kriegte, würden wir also so verstehen. Es gelingt man, sie durch eigene Anstrengung gegen unbestimmte Widerstände und zu Manns Gunsten
nach Heim zu bewegen. Da kriegt sie draußen eine Kugel in den Kopf, würden wir so verstehen. Sie erfährt passiv, dass irgendwer oder irgendwas ungehindert eine Kugel zu Sies Ungunsten in den Kopf bewegt. Wir sehen, dass sich trotz identischer Satzmuster die beiden Bedeutungen in bestimmten Aspekten deutlich unterscheiden. Was wir bei solchen Verstehensvorgängen oft übersehen, ist, dass dieselben Äußerungen auch andere Lesarten zulassen. Wir können also fragen, wie gelingt es uns trotz identischer grammatischer Strukturen in Kriegen-Äußerungen relativ mühelos zu erkennen, erstens, wer oder was aktiv oder passiv beteiligt ist, zweitens, in welcher Beziehung Krieger, Gekriegtes und Ort zueinander stehen und drittens, ob zugunsten oder zu Ungunsten von jemandem gekriegt wird. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Wer bzw. was ist aktiv oder passiv beteiligt? Warum müssen wir diese Frage überhaupt stellen? Nun, weil wir tatsächlich zwischen identischen Satzmustern einfach die Lesarten gegeneinander austauschen könnten. Hier ist nochmal die bevorzugte Lesart von »Wie man sie dann nach Heim kriegte«. Es gelingt man, sie durch eigene Anstrengung gegen unbestimmte Widerstände und zu Manns Gunsten nach Heim zu bewegen. Ebenso hierzu, und da kriegt sie draußen eine Kugel in den Kopf. Sie erfährt passiv, dass irgendwer oder irgendwas ungehindert eine Kugel zu Sies Ungunsten in den Kopf bewegt. Aber jetzt tauschen wir die Lesarten einfach aus. Es ergibt sich zum einen, wie man sie dann nach Heim kriegte. Man erfährt passiv, dass irgendwer oder irgendwas ungehindert sie zu Manns Gunsten nach Heim bewegt. Damit Sie die Lesart kriegen, formuliere ich es nochmal um. Hier ist es so, dass Ihnen, also den Frauen, die betrunkenen Ehemänner von jemand anderem sozusagen nach Hause geliefert werden. Jetzt ist Mann plötzlich nur noch passiv beteiligt und ein nicht genannter Teilnehmer derjenige, der aktiv die Männer nach Heim befördert. Man muss zugeben, diese Lesart ist möglich. Und da kriegt sie draußen eine Kugel in den Kopf. Mit der Lesart, es gelingt sie, der Sau, eine Kugel durch eigene Anstrengung gegen unbestimmte Widerstände und zu Sies Gunsten in den Kopf zu bewegen. Diese Lesart ist ebenfalls möglich. Vielleicht befremdet sie sie auch. Aber ich möchte schon hier darauf hinweisen, dass aus der Äußerung keineswegs hervorgeht, dass der Kopf derjenige der Sau sein muss. Und das löst wahrscheinlich die Befremdung aus. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, identischer Satzmuster mit unterschiedlichen bevorzugten Lesarten. Da kriegte noch jedes ein Würstchen eingewickelt. Dann müssen wir sehen, dass man's Grummet gemacht kriegt. Das Grummet ist der zweite und jeder weitere Grasschnitt im Frühjahr auf den Wiesen. Auch hier finden wir identische Satzmuster. Links verstehen wir, jedes erfährt passiv, dass irgendjemand oder irgendetwas ungehindert an ein Würstchen zu jedes Gunsten einwickeln vollzieht. Rechts verstehen wir, dass man's Grummet gemacht kriegt. Es gelingt man durch eigene Anstrengung gegen unbestimmte Widerstände und zu Manns Gunsten an's Grummet machen zu vollenden. Auch diese Lesarten unterscheiden sich deutlich. Und auch hier lassen sich die Lesarten drehen. Links können wir lesen. Da kriegt er noch jedes ein Würstchen eingewickelt. Jedes, also jedem, gelang es durch eigene Anstrengung gegen unbestimmte Widerstände und zu eigenen Gunsten
Einwickeln an ein Würstchen zu vollenden. Sie haben es also selbst eingewickelt. Rechts könnten wir lesen, man erfährt passiv, dass irgendjemand oder irgendetwas ungehindert und zu Manns Gunsten an Skrummet machen vollzieht. Also jemand anderes macht ihnen das Grummet. Das heißt, meistens bemerken wir gar nicht, dass wir hinsichtlich aktiver oder passiver Beteiligung anders interpretieren können, als wir es getan haben und üblicherweise auch korrekterweise getan haben. Genauso suchen wir in vielen Bildern erst dann nach einer anderen Gestalt, wenn man uns darauf hingewiesen hat, dass es ein Kippbild ist. Das hier ist ein Kippbild. In welchen konkreten Beziehungen stehen Krieger, Gekriegtes und Ort zueinander? Die zweite Frage. Warum fällt es uns so leicht, das zu erkennen? Ich greife auf das Beispiel mit der Sau und der Kugel zurück. In dieser Interpretation steckt nämlich tatsächlich sehr viel mehr, als gesagt wird bzw. geschrieben steht. Machen wir einmal eine Bestandsaufnahme davon, was hier explizit gesagt wird, und da kriegt sie draußen eine Kugel in den Kopf. Erstens. Eine nicht näher bestimmte Kugel bewegt sich in einen irgendwie bekannten Kopf. Zweitens. Die Sau steht in einer nicht näher bestimmten Beziehung zu dem Ereignis in 1. Den zweiten Punkt dürfen wir nicht vergessen, denn sonst könnte die Äußerung auch lauten, eine Kugel flog in den Kopf. Das tut sie aber nicht. Die Äußerung lautet, die Sau kriegt eine Kugel in den Kopf. Schauen wir uns jetzt an, was gar nicht explizit gesagt wird, was wir aber wie selbstverständlich trotzdem verstehen. Erstens, vor dem Kriegenereignis ist keine Kugel in der Sau. Zweitens, und schon interessanter, schon vor dem Kriegenereignis ist der Kopf ein unabtrennbarer Körperteil der lebendigen Sau. Drittens, die Beziehung der Sau zur Bewegung der Kugel in den Kopf ist eine solche der leibhaftigen Erfahrung. Und viertens, die Sau hat die Kugel nicht selbst in den Kopf befördert. All das wird von uns zu dem, was explizit gesagt wird, ergänzt. Wir übersehen also auch, dass wir gerade, was die Beziehungen der beteiligten Rollen in Kriegen, Äußerungen untereinander angeht, sehr viel mehr verstehen, als tatsächlich explizit gesagt wird. In etwa so, wie wir hier dieses Dreieck sehen, das gar nicht da ist. Die vielleicht einfachste Frage ist, wie es uns gelingt zu erkennen, ob zugunsten oder zu Ungunsten von jemandem gekriegt wird. Denn diese Entscheidung ist bei fast allen Kriegen Äußerungen zu treffen. Es wird sich allerdings herausstellen, dass diese Entscheidung mit den anderen beiden Fragen verflochten ist. Bevor wir jetzt zu der eigentlich interessanten Frage kommen, wie uns das alles im Einzelnen gelingt, möchte ich kurz etwas zu meiner Datenbasis sagen. Alle Belege stammen aus Hessen. Und zwar aus dem sogenannten Zwirner-Korpus, bestehend aus Aufnahmen aus den 50er und frühen 60er Jahren. Und in den Transkripten zu diesen Aufnahmen habe ich gesucht nach der Zeichenkette Krieg, und zwar in den Sprechweisen Vollmundart und Halbmundart. Dabei habe ich 408 analysierbare Äußerungen mit Kriegen gefunden und tatsächlich auch exhaustiv beschrieben und analysiert. Syntaktisch nach syntaktischen Mustern, semantisch nach Bedeutungen und diese in logischen Formeln formalisiert. Die Bedeutungsangaben, mit denen ich heute und hier arbeite, sind Rückübersetzungen aus der logischen Formalisierung.
Nur zur Illustration, hier sehen Sie in einer prädikatenlogischen Notation die Bedeutung der Äußerung, die Leute konnten Arbeit kriegen. Warum gerade Hessen? Naja, neben meiner biografischen Prägung durch Kriegen hat vor allem Alexandra Lenz Hessen zumindest teilweise als eine Hochburg der Kriegenkonstruktionen ausgewiesen. Nicht nur was die Häufigkeit des Kriegengebrauchs insgesamt angeht, sondern auch was die Vielfalt der Satzmuster betrifft, in denen Kriegen verwendet wird. Nun könnten Sie mit Recht sagen, Herr Kasper, Sie sprechen dauernd davon, wie wir irgendwas hinkriegen, aber ich spreche keine hessische Vollmundart oder Halbmundart. Deshalb habe ich auch noch in umgangssprachlichen Sprechweisen im Zwirner Korpus und im Pfefferkorpus nach Kriegen gesucht und die Treffer mit den voll- oder halbmundartlichen abgeglichen und in diesen nun keine Satzmuster gefunden, die nicht auch in der Umgangssprache auftreten würden. In der Umgangssprache kann es jedoch vorkommen, dass in bestimmten Satzmustern statt kriegen häufiger bekommen verwendet wird. Aber zurück zum Inhaltlichen. Ich gebe Ihnen einen Moment Zeit für das Bild, auf dem Sie jemandes Frau und Schwiegermutter sehen können. Wie gelingt es uns nun also, bei Kriegenäußerungen das zu interpretieren, was wir interpretieren, nämlich meistens das Richtige, also das, was eine Sprecherin oder ein Sprecher damit auch ausdrücken wollte? Hierbei wird es nun darum gehen, dass wir bestimmte Signale erkennen und auf der Basis dieser expliziten Signale uns bloß Implizites erschließen. Beginnen möchte ich damit, ein pragmatisches Prinzip in Anschlag zu bringen. Es gibt nämlich ein pragmatisches Prinzip, das in unserem Sprachgebrauch wirksam ist. Wir können nämlich davon ausgehen, dass die analysierbaren Äußerungen mit Kriegen genau so viel Information enthalten, wie möglich und nötig dafür sind, dass ihr richtig Verstehen garantiert ist. Das bedeutet konkret: Wenn wir keine zusätzlichen Informationen bekommen, dann setzen wir die grammatischen und lexikalischen Informationen so zusammen, dass eine Basislesart zustande kommt, ähnlich wie bei dem Kubus hier rechts im Bild. Den setzen wir aus den verfügbaren Informationen mit Hilfe des Gestaltgesetzes der geschlossenen Formen in unserem Geist so zusammen, dass die einfachste mögliche geschlossene Form herauskommt. Mehr Informationen als die hier wahrnehmbaren sind dafür nicht nötig. Die Basislesart ist die folgende: Ohne Gegenevidenz erfährt Subjekt passiv, dass irgendjemand oder irgendetwas ungehindert Objekt zu Subjekts Gunsten oder Ungunsten zu Subjekt befördert. Diese Lesart entspricht im Übrigen auch der wahrscheinlich häufigsten wörtlichen Lesart des Vollverbs kriegen in einer einfachen transitiven Konstruktion. Beim Beispiel, da kriegten wir ein Stück Brot, gibt es nun keine Information, die uns als Gegenevidenz davon abhalten könnte, die Basislesart anzunehmen. Ebenso würden wir die visuellen Informationen der Installation rechts im Bild im Geist zur einfachsten möglichen geschlossenen Form zusammenfügen. Wenn wir etwas anderes als die Basislesart anbringen sollen, dann können wir zusätzliche oder besondere Informationen erwarten, die uns davon abhalten, die Bedeutungen der einzelnen Wörter so zusammenzusetzen, dass die Basislesart dabei herauskommt. Wieder die Analogie der Figurwahrnehmung: Wenn wir keinen einfachen Quader, sondern eine andere Form erkennen sollen, dann brauchen wir zusätzliche Informationen und nicht bloß die 8 Eckteile. Schauen wir uns zunächst einmal einen ersten Typ von Gegenevidenz zur Basislesart an. Ich klassifiziere sie als lexikalische Gegenevidenz. Ein Beispiel wäre: Wenn die Apfelbäume weiße Spitzen kriegen. Die Bedingungen der Basislesart werden hier unterlaufen,
Eine Art von Gegenevidenz ist nämlich, dass das Subjekt Apfelbäume unbelebt ist. Dann scheidet für uns aus, dass die Apfelbäume etwas erfahren kann und auch, dass etwas zugunsten oder ungunsten von die Apfelbäume geschehen kann. Dafür müssten die Apfelbäume sinnlicher Erfahrung fähig sein und Gunst anerkennen können. Eine weitere Art von Gegenevidenz ist, dass wir über das enzyklopädische Wissen verfügen, dass es sich bei der angesetzten Bewegung um einen autonomen Naturprozess handelt. Dann scheidet für uns die Möglichkeit aus, dass es jemanden gibt, der die Bewegung der weißen Spitzen zu den Apfelbäumen aktiv und ungehindert verursachen könnte. Die angepasste, reduzierte Bedeutung müsste also in etwa lauten: Weiße Spitzen bewegt sich zu die Apfelbäume. Ein weiteres Beispiel mit lexikalischer Gegenevidenz zur Basislesart. Ja, und der kriegt dann eben den Gickel dafür. Die Basislesart wäre hier: Der erfährt passiv, dass irgendjemand oder irgendetwas ungehindert den Gickel zu ders Gunsten oder Ungunsten zu der befördert. Wenn wir etwas anderes als die Basislesart anbringen sollen, so wissen wir schon, können wir zusätzliche Signale erwarten. Und die sind auch tatsächlich vorhanden, nämlich in dem Präpositionaladverb dafür. Es zeigt an, dass Subjekt nicht passiv erfährt, dass jemand einen Gickel zu ihm befördert, sondern dass es der gelingt, durch eigene Anstrengung gegen einen Widerstand, in diesem Falle hier einen Gegenleistungswiderstand, und zu eigenen Gunsten, dass jemand den Gickel zu der befördert. Der hat also etwas dafür getan, dass er den Gickel bekommt und war nicht bloß passiv. Und noch ein drittes Beispiel. Und die Mama guckt mir als nach, ob ich auch den Zug noch kriege. Ohne Gegenevidenz lesen wir hier, dass ich erfährt passiv, dass irgendjemand oder irgendetwas ungehindert den Zug zu ichs Gunsten oder Ungunsten zu ich befördert. Das ist natürlich nicht das, was wir hier verstehen. Das Signal, das uns hier von der Basislesart abhält, ist, dass das Objekt den Zug der Selbstbewegung, der autonomen Bewegung fähig ist oder weil ein Mensch es steuert. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass jemand es für das passive Ich zu Ich befördert. Vielmehr schließen wir aus einem solchen selbstbewegenden Objekt, dass es Ich gelingt, durch eigene Anstrengung gegen den Bewegungswiderstand von den Zug und zu eigenen Gunsten Ich zu den Zug zu bewegen. Eine zweite Art von Gegenevidenz zur Basislesart sind grammatische Signale. Hier ist der Beispielsatz, dass wir die Ernte reinkriegen. Wir lesen hier nicht, dass wir passiv erfährt, dass irgendjemand oder irgendetwas ungehindert die Ernte zu wirs Gunsten oder Ungunsten zu rein befördert. Stattdessen lesen wir, es gelingt wir durch eigene Anstrengungen gegen unbestimmten Widerstand und zu eigenen Gunsten die Ernte zu rein zu befördern. Wie kommt es zu dieser Abweichung von der Basislesart? Es ist ganz einfach. Wir interpretieren hier wir als aktiv beteiligt, weil das Objekt, die Ernte, definiert ist, einen bestimmten Artikel hat. Die Heuristik lautet: Wenn Objekt definiert ist, ist Subjekt nicht bloß passiv, sondern aktiv beteiligt im Sinne einer Anstrengung gegen Widerstände. Nun aber, warum sollte es zwischen diesem grammatischen Signal Definitheit des Objekts und einer aktivischen Beteiligung vom Subjekt überhaupt einen Zusammenhang geben? Schauen wir uns das einmal näher an. Wir verstehen hier einiges, was nicht explizit gesagt wird. Darunter das, was vor dem Kriegenereignis der Fall gewesen sein muss. Wir nehmen nämlich erstens an, dass im Vorzustand zum Kriegenereignis
wir die Ernte besitzt, aber wir hat oder kontrolliert die Ernte aktuell nicht. Besitz wäre sowas wie prinzipiell kontrollieren, verfügen über, und haben wäre aktuell kontrollieren oder darüber verfügen. Also, wir gehen davon aus, im Vorzustand besitzt wir die Ernte, aber wir hat oder kontrolliert aktuell nicht die Ernte. Zweitens, der Ort, der durch rein bezeichnet wird, ist bei wir. Das heißt, wir hat oder kontrolliert aktuell den Ort, der durch rein bezeichnet wird. Drittens, die Ernte ist nicht an dem Ort, die durch rein bezeichnet wird. Dann folgt das Kriegenereignis, dass wir die Ernte reinkriegen. Wir nehmen jetzt bestimmte Folgerungen vor, die nur deswegen so ausfallen, weil wir genau diesen Vorzustand angenommen haben. Wir folgern nämlich, die Ernte hat sich jetzt zu dem Ort bewegt, der durch rein bezeichnet wird. Da dieser Ort bei wir ist und wir diesen Ort dadurch hat und kontrolliert, ist nun auch die Ernte bei wir, so dass wir nun auch die Ernte ebenfalls hat und kontrolliert. Diese, wie ich meine, korrekte Schlusskette wäre ganz anders und damit auch falsch verlaufen, wenn wir ganz am Anfang nicht angenommen hätten, dass wir die Ernte besitzt. Das geht aber aus der Äußerung gar nicht explizit hervor. Es ist nun so, dass ein definites Objekt für uns das Signal dafür ist, dass das Subjekt das Objekt schon vor dem Kriegenereignis besitzt. Und darauf baut nun eine Vorbesitzheuristik auf. Wenn das Subjekt das Objekt schon vor dem Kriegenereignis besitzt, dann interpretieren wir das Subjekt als aktiv beteiligt. Nun kann auch der Ort durch ein grammatisch definiertes Körperteil ausgedrückt werden und daraus folgern wir auch etwas. Wenn Subjekt Ort schon vor dem Kriegenereignis besitzt, als Körperteil, erfährt Subjekt Objekt leibhaftig. Schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an, die wir mit diesen Heuristiken richtig verstehen. Beispiel 1. Da musste man sehen, wie man sie dann nach Heim kriegte. Was ist hier los? Das Objekt Sie, die besoffenen Ehemänner, ist definit und human. Das deutet einerseits auf Vorbesitz und andererseits auf autonome Bewegung hin. Die Bewegung der Männer nach Heim ist daher nur durch eigene Aktivität von Mann zu erreichen. Außerdem wird Heim so verstanden, dass man es im Vorzustand hat bzw. kontrolliert. Und daraus schließen wir, dass die Männer nach Heim zu kriegen bedeutet, sie eigentätig gegen ihren Bewegungswiderstand zu Mann zu befördern. Zweites Beispiel. Und da kriegt sie, die Sau war das, eine Kugel in den Kopf. Die Kugel ist indefinit. Wir schließen also keinen Vorbesitz zwischen Sau und Kugel und haben keinen Anlass, von der passiven Beteiligung der Sau abzuweichen. Dafür ist der Kopf definit. Wir schließen, es ist der Kopf der Sau. Und daraus schließen wir wiederum, dass sie die Bewegung der Kugel in den Kopf leibhaftig erfährt und dass jemand oder etwas anderes für diese Bewegung verantwortlich ist. Drittes Beispiel. Da kriegte noch jedes ein Würstchen eingewickelt. Ein Würstchen ist indefinit. Es besteht also kein Vorbesitz. Daher nehmen wir auch kein aktives Einwickeln der Würstchen durch jedes an, was gegen die Basislesart ginge, sondern jedes erfährt passiv, dass jemand anderes die Würstchen einwickelt. Letztes Beispiel, dann müssen wir sehen, dass man Skrummet gemacht kriegt. Das Skrummet ist definit, es gehört also schon im Vorzustand Mann. Daraus folgern wir, dass Mann nicht passiv erfährt, wie das Grummet für sie gemacht wird, sondern es gelingt Mann aktiv durch eigene Anstrengung und gegen den Widerstand des Zeitdrucks, wahrscheinlich bevor es dunkel wird, das Grummet zu eigenen Gunsten nach gemacht zu verändern.
Leider gibt es nun auch Ausnahmen zur grammatischen Gegenevidenz. Dabei kommt wieder die Frage ins Spiel, ob das Gegenereignis zugunsten oder Ungunsten vom Subjekt geschieht. Diese Ausnahmen sind aber gut berechenbar. Nachher wird sie, wieder mal eine arme Sau, geschrubbt und kriegt die Füße abgezogen. Die grammatische Evidenz würde ja suggerieren, dass wir in diesem Satz hier eine aktive Beteiligung von sie annehmen. Nachher wird sie geschrubbt und kriegt die Füße abgezogen. Und zwar, weil das Objekt die Füße definiert ist. Zudem werden die Füße so als Teil der Sau erschlossen, dass es sich um eine leibhaftige Erfahrung handelt. Wir sollten also interpretieren, es gelingt sie durch eigene Anstrengung, gegen Widerstand und zu eigenen Gunsten, dass die Füße sich nach ab verändern. Das tun wir natürlich nicht. Wir verstehen Folgendes. Sie erfährt leibhaftig passiv, dass irgendjemand oder irgendetwas ungehindert sies Füße zu sies Ungunsten nach ab verändert. Und das entspricht nun wieder der Basislesart. Und zwar, weil es folgende Blockregel zur Vorbesitzheuristik gibt. Wenn nämlich die aktive Beteiligung von Subjekt zu Subjektsungunsten erfolgen würde, die Sau macht sich selber die Füße ab, dann blockt dieses die Schlussfolgerung von Vorbesitz auf subjektsaktive Beteiligung. Das heißt, die Füße sind zwar definiert, was auf Vorbesitz hinweist, aber weil die Füße abzumachen zu Ungunsten von der Sau geschieht, wird die Schlussfolgerung vom Vorbesitz der Füße auf die aktive Beteiligung der Sau geblockt. Ich zähle die Teilaspekte unserer Fähigkeit, kriegen, interpretiert zu kriegen, noch einmal auf. Ich habe vor dem Hintergrund des pragmatischen Prinzips eine Basislesart für Kriegenäußerungen angenommen. Ich habe gezeigt, wie lexikalische Gegenevidenz genutzt werden kann, in bestimmte Richtungen von der Basislesart abzuweichen. Ebenso für grammatische Gegenevidenz, an der einige komplexe Schlussketten mit Besitz und leibhaftiger Erfahrung dranhängen. Zuletzt müssen wir unser enzyklopädisches oder Erfahrungswissen über günstige und ungünstige Ereignisse anwenden, wie beispielsweise zu wissen, dass den Ranzen voll zu kriegen ohne Gegenevidenz kein günstiges Ereignis für die Betroffenen darstellt. Kommen wir zuletzt kurz zum dritten Punkt. Mit dem interpretativen Instrumentarium, das ich gerade skizziert habe und das insgesamt freilich noch ein bisschen komplexer und detaillierter ist, lassen sich die plausibelsten Lesarten für fast alle der 408 Kriegenbelege produzieren. Es gibt aber auch einen kleinen Rest von Problemfällen, vielleicht 10, bei denen man Gefahr läuft, die falsche Lesart anzubringen. Hier ist das erste von zwei Beispielen, die ich dafür anbringen möchte. Es ist ein bisschen länger, deshalb lese ich es Ihnen vor. Wir wollen noch eine Wiese morgen mähen und den Hafer haben wir da hinten noch stehen, die wollen wir gebindert haben. Bindern heißt bündeln und zusammenbinden. Da wissen wir aber auch noch nicht, ob wir die morgen gebindert kriegen. Na, will einmal abwarten, ob's Wirts Wilhelm passt, dann kriegen wir die auch morgen gebindert. Na, wenn man dann Scorn schon mal daheim hat, dann geht's als eins nach dem anderen. Hier tummeln sich lauter definierte Objekte, die darauf hinweisen, dass die Objekte im Vorzustand schon Subjekt gehören. Daraus sollten wir jeweils eine aktive Beteiligung von Subjekt schließen. Andererseits scheint das Subjekt auf die Hilfe von Wirts Wilhelm angewiesen zu sein. Das macht die aktive Beteiligungslesart insgesamt fraglich. Es könnte allerdings sein, dass das Wir auch einschließend gemeint ist in Bezug auf Wirts Wilhelm. Man würde die Hafer dann mit Wirts Wilhelm zusammenbindern,
so wäre die aktivische Beteiligung von wir trotz Wirtswilhelm aufrechtzuerhalten, aber das ist eben recht unsicher. Ein zweites und letztes Beispiel. Auf einmal hatte er es entdeckt und kein Wort geschwätzt, ein Lattenstück kriegt mir über die Schulter gehauen. Hier geht es um eine Episode zwischen einem Lehrherrn und einem Lehrling. Trotz des Signals des indefiniten Lattenstücks hier, aus dem die passive Beteiligung von er erschließbar wäre, glaube ich hier, dass wir es mit einem Beleg zu tun haben, in dem Kriegen ungehindert ergreifen bedeutet. Eine belegte Bedeutung. Ich finde hier aber keine anderen als diskursive oder kotextuelle Andeutungen. Wir finden hier eine Kette von Handlungen des Lehrherrn, in die das Kriegen eingebettet ist und in der ein passives Bekommen nicht unbedingt plausibel wäre. Ich komme zum Schluss. Die interpretativen Heuristiken, die ich vorgeschlagen habe, sind ziemlich effektiv für das Richtigverstehen von Kriegenäußerungen. Sie funktionieren aber nicht immer. Deswegen sind es auch Heuristiken und keine Regeln. Die problematischen Fälle sind deswegen problematisch, weil sich bestimmte Signale, die wir uns meistens zunutze machen, auf unterschiedliche Lesarten hinweisen und wir nicht wissen, welchen dieser Signale wir folgen sollen. Konkret können grammatische Signale in den Kriegenäußerungen möglichen Signalen im Kotext dieser Äußerungen widersprechen, und diese beiden können jeweils unserem enzyklopädischen oder Erfahrungswissen widersprechen. Lexikalische Informationen sind meistens die zuverlässigsten. Und um ein letztes Mal die Analogie zur Figurwahrnehmung zu suchen, in solchen seltenen Fällen wissen wir einfach nicht, ob wir das Bild in seiner horizontalen Orientierung oder aber in seiner vertikalen Orientierung verstehen sollen. Ohne zuverlässige Hinweise sind sie dann einfach mehrdeutig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.